Hallo, ihr Süßen. Ja, ich habe euch jetzt gerade mitgenommen zum Get Ready With Me im Badezimmer. Und das habe ich gefilmt, mit einer Kamera natürlich, und dem Beauty Light to go. Das hat mir die liebe Susi vom Beauty Light to go zur Verfügung gestellt. Und ja, ich wollte es einfach mal mit euch dann testen. Ihr seht dann auch gleich, wie das funktioniert. Ich gehe es jetzt nochmal schnell holen, weil es hängt natürlich noch im Badezimmer. Schlau von mir. Ja, und dann sage ich euch noch ein paar Sachen dazu. Das Beauty Light kommt in so einem Kartönchen hier. Ich habe es in der Farbe Sip of Champagne, also so ein Goldton. Und die bekommt man für 34,95, glaube ich. Ja, ich bin cool, ne? Das Rosane, glaube ich, für 39,95. Und ich durfte mir das aussuchen und habe bekommen, also die das Farblicht 6500 Kelvin. Also inwieweit die Tageslichtgeschichte irgendwie imitiert wird, sag ich jetzt mal. Das Ding ist so groß, total süß, ganz handlich, super leicht. Aber auf keinen Fall irgendwie ja, billig verarbeitet oder so, gar nicht. Also ich war schwer begeistert, als ich es ausgepackt habe. Dann hat es hier so eine Schnur dran. Ziemlich lang. Und einen Stecker. Ja, genau. Und eine An- und Aus-Knipser. Aber diese An- und Aus-Knipser, wenn man da länger drauf drückt, das zeige ich euch in dem Video auch kurz, kann man das Licht auch dimmen. Also sehr, sehr geil. Wird total hell. Und ich hatte auf Instagram ja ein Foto gepostet, wo ihr sehen könnt, wenn ich im Badezimmer stehe und ein Gesichts-Make-up-Selfie mache, was man da sieht und was man sieht, wenn man die Lampe anmacht. Und wenn ich nur die normale Badezimmerbeleuchtung habe. Also schwer beeindruckend, fand ich. In dem Video müssen wir jetzt mal gucken, ob das so richtig gut funktioniert hat, weil zum Schminken für mich im Badezimmer ist es super. Allerdings für die Kamera ist tatsächlich das Licht, was jetzt eben draußen ist, noch ein bisschen besser. Es wäre jetzt noch die Überlegung, ob ich mir was bastel für schlechte Lichtzeiten, sodass ich das Licht hier so, ne, da sind nämlich Saugnöpfe dran, quasi über die Kamera saugnöpfen kann, damit ich das ja, hier im Wohnzimmer nutzen kann. Weil ich glaube einfach, trotz Beauty Light to go ist es zum Filmen nicht die perfekte Variante, weil durch den Abstand und das Ranzoomen und so das Licht vielleicht nicht ganz so perfekt arbeiten kann. Für mich jetzt persönlich zum Schminken und auch für in den Urlaub zum Mitnehmen, da freue ich mich jetzt schon drauf, ist es perfekt. Und ja, ich möchte es nicht mehr missen. Es hängt jeden Morgen in meinem Badezimmer und wenn ich mich denn dann schminke, mache ich ja unter der Woche nicht immer, und leuchtet mir den Weg ins Make-up-Gesicht. Ja, wie gesagt, es gibt vier Farben, genau, einmal Silber, Schwarz, das Gold und ein Rosa. Der Rosa ist eine Limited Edition und ist ein bisschen teurer. Auf der Seite www.beauty-light-to-go.de findet ihr auch alle weiteren Infos. Es gibt noch die 4200 Kelvin Farbe, ja, genau. Im Sommer fahren wir wieder nach Sachsen in die Ferienwohnung, in eine Ferienwohnung, nicht in die, in eine. Und ich kann euch garantieren, da gibt es nie richtiges Licht und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr darauf, das mitzunehmen. Das kommt noch in so einem Säckchen, so ein Stoffbeutelchen, sehr süß. Die einzige Sache, die hatte Soraya, glaube ich, auch schon erwähnt, ist, zum Transportieren ist dieses Säckchen natürlich nicht besonders stabil. Und da muss man mal gucken, dass man das gut verpackt. Also die kann man übrigens auch abmachen hier, die Nüppes. So. Und die kann man auch bewegen, heißt in alle möglichen Richtungen verdrehen. Und ja, das andere ist ganz einfach. Die Saugnäpfe halten auch echt super. Ich hatte schon Saugnäpfe an anderen Aufbewahrungssachen, die gehen sofort wieder ab. Das ist absolut ohne Probleme. Total gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen.
Aber ich schreibe euch sehr, sehr gerne nochmal alle Infos unten in die Infobox. Auch auf jeden Fall, auch wo ihr das herbekommt. Genau, hier steht es nochmal. Die Silber, Schwarz und Gold gibt es für 34,95 und Candy Crush, also das Rosane, für 39,95. Ja. Wird hier in Deutschland hergestellt, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat einen Dimmer. Wie gesagt, das habe ich euch gezeigt. Also um nochmal ein paar Infos hier weiterzugeben. Gesamtdurchmesser von nur 1,2 cm. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm und wiegt 150 Gramm. Also ist zwar leicht, aber hält sich gut in der Hand. Wobei, da halte ich es ja am wenigsten oft in der Hand. Genau, aus Aluminium. Polycarbonat und okay, und hier steht, ich brauche keine Angst davor haben, dass Stöße bei der Mitnahme dazu führen soll, dass es kaputt geht. Interessant. Hier steht nochmal, Farbtemperatur ist das. 4200 Kelvin entspricht einem neutral weißen Licht und 6500 Kelvin einem sehr kühlen Licht in Tageslichtweiß. Und das 6500er Kelvin wird von Make-up-Artists bei ihrer Arbeit eingesetzt. So, das fand ich den ausschlaggebenden Grund, warum ich mich für die hellere Variante entschieden habe. Und die Farben werden nahezu so wiedergegeben, wie es bei freiem Tageslicht auch der Fall wäre. Jo. Okay, bei einer Einsatzzeit der Leuchte von großzügig gerechnet 3 Stunden pro Tag wird dies nach 45 Jahren der Fall sein. Also nach ungefähr 45 Jahren wird die Helligkeit dieses Lichtes um 30% weniger hell sein. Und man kann das Leuchtmittel nicht austauschen, scheint man aber auch nicht zu brauchen, laut dieser Beschreibung. Ja. We'll be right back.
Ja, so, ich hoffe, ich habe euch jetzt erstmal alle Infos, die ich so geben konnte, weitergegeben. Ich schreibe, wie gesagt, alles nochmal in die Infobox. Und wenn ihr sonst noch Fragen haben solltet, dann könnt ihr mir die stellen und ich versuche sie euch zu beantworten. Ansonsten gibt es auch ganz viele Fragen, die ihr beantworten bekommt, wenn ihr auf die Seite geht. Ja. Ich danke Susi nochmal ganz, ganz herzlich dafür, dass sie mir die Lampe zur Verfügung gestellt hat. Ich bin schwer verliebt und freue mich jetzt schon darauf, dass ich mich im Sommerurlaub in Sachsen auch vernünftig schminken kann. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich. Bis dann, ciao!